Moin Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Partie. 7 Days to Die hier in unserem merkwürdigen Überlebenssimulator. Wir hatten ja beim letzten Mal diesen Händler hier irgendwo im Nirgendwo entdeckt, der uns auch so ein bisschen über den Durst geholfen hat, sage ich jetzt mal. Na, 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 na. So, das war er. Und ich wollte mir ja gerne noch einen vernünftigen Knüppel machen, aber dafür brauche ich immer noch Eisen. In welche Richtung muss ich? Nach da drüben. Dann laufen wir jetzt hier einfach erstmal nochmal wieder, auch wenn das meinen Durst weiter schürt. Muss ich hier, glaube ich, nochmal ein bisschen durch die Wüste leider. Und das, obwohl, ihr wisst es ja vielleicht noch aus der letzten Folge, ich ja auch schon mehr Klamotten anhabe, die mich gegen Hitze schützen. Und trotzdem ist es hier, wie es ist, sprich 41 Grad. Obwohl ich im Grunde genommen 21 Punkte Hitzeresistenz habe, interessiert das scheinbar hier meinen Körper überhaupt nicht. So, baumige Wolle nehmen wir mal mit. Ich glaube, ich habe gerade die Baumwolle da hinten nicht erwischt, ne? Kann das sein? Sollen nur wieder irgendwelche Grasgedöns hier. Da ist noch eine Trulla, die jetzt hier unbedingt gerne einen verplättet haben möchte. So, Dankeschön. Ich sehe nichts. Im Schatten ist echt zappenduster hier. Es ist unschön. Nehme ich eigentlich auf? Ja. Laut Stream Deck nehme ich auf, ja. So, das ist schön, dass hier so viel Baumwolle wächst. Das ist schon mal... Ich könnte auch einfach hier auf Boxen wechseln, ne? Das ist ja dann wesentlich schneller. Das Ganze wird zum Aufhören der Erde zu boxen hier. Bringt uns auch nichts. So, jetzt noch mehr Baumwolle. Ich nehme mit, was ich kriegen kann. Das ist jetzt hier... Also nochmal dann irgendwie dem Tode nahe zu sein, nur weil ich verblute, das muss tatsächlich nicht sein. Da stelle ich mir lieber tonnenweise Stoff her und dementsprechend dann auch tonnenweise... Oh, in welche Richtung muss ich? Natürlich da, wo der Rocker herkommt. Während wir hier so rumlaufen, können wir ja noch mal ein bisschen Essen trinken. Und uns nicht zu weit von der Wüste entfernen, auch wenn die Temperatur technisch nicht gut ist für uns, bietet die tatsächlich... Die Ressource, die uns den Arsch gerettet hat. Sprichwörtlich und auch im übertragenen Sinne. Nämlich Yucca-Samen. Weil ohne die wären wir echt draufgegangen. An der Blutung verreckt, elendigst. Hat ja auch immer, ich weiß gar nicht, ob ich... Yucca-Früchte mich eigentlich auch heilen? Ich kann es euch gar nicht sagen. So, ich habe jetzt hier wieder... Ach, ich könnte noch mal welche machen. Dann mache ich da noch mal 3 Erste-Hilfe-Verbände und 2 normale. Und würde mir jetzt erstmal kurz einen normalen reindrücken. Und hier dann noch mal ein bisschen Baumwolle boxen. Wo sie doch hier jetzt so dankbar in der Gegend herumsteht. Ach, mir ist schon wieder hot. Es ist so geil, man sieht hier so viel Baumwolle, aber weiß nicht, wo man als erstes anfangen soll, um die wegzuboxen. Ich müsste mal wieder auf die Karte gucken, wie weit wir denn noch, ob wir denn überhaupt schon ansatzweise unserem Ziel, dem Zuhause, näher gekommen sind. Und ich hoffe, dass, muss ich ja auch drauf aufpassen, dass man, guck mal, wir sehen Karte, die wir kennen. Dass mein Rucksack nicht despawnt, hier hinten am, an der Arschbacke der Welt, da unten. Wo ich ja dann auch noch hinlaufen muss, weil wir kein Fahrrad mehr haben, weil das da ist.
Aber das ist das Los, was man zu tragen hat, wenn man sagt, ich möchte alles verlieren. Ich hätte mir vielleicht einfach, bevor ich in das neue Gebiet mich auf den Weg mache, hätte ich mir einen neuen Schlafsack craften sollen und den irgendwo hinlegen. Apropos, wäre tatsächlich vielleicht nicht das Schlechteste, dass ich wenigstens hier wieder lande, bevor ich dann weiß Gott wo rauskomme. So, dich hätte ich jetzt gerne nochmal eben repariert. Und währenddessen esse ich noch ein bisschen von dir. Weil alles, was ich mit der Yucca-Pflanze vielleicht kompensiert kriege, da muss ich dann kein Getränk für trinken, um mich wieder ganz so hoch zu kriegen. Deswegen dann lieber so. Ich hätte jetzt gerne meine Axt mal wieder, weil ich bräuchte echt Eisen. Sein. Ich finde jetzt hier vielleicht endlich mal was Brauchbares im Müll. Messing. Weiß der Messing? Schade, dass man aus leeren Gläsern und Juckerfrüchte immer noch nicht wieder Juckersaft machen kann. Das war, da würde ich mir jetzt eine Dingens voll machen, ne? Hier so eine, die Gläser, die ich schon am Mann habe, die würde ich dann einfach umwandeln und ab dafür und aua. Bin auf die falsche Taste gekommen. Hörst du mal auf jetzt hier? Mir geht's schon nicht so gut. Hast du doch schamlos ausgenutzt. So, ich muss hier mal wieder so ein bisschen in die schattigen Gefilde. Ist auch faszinierend, sobald man den Wüstensand betritt, ist sofort heiß ohne Ende. Und gehst du hier, ne? Auf das Grün ist wieder alles Tutti. Da ist ein Hirsch. Kuh-Dings, keine Ahnung was. Rehkitz, Papalapomp. Gut, die kann ich zerlegen. Ich wollte ja nicht einen Schlafsack gelegt haben, ne? Einer nach dem anderen, bitte. Das zwei auf einmal ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das Cleverste. So, Dankeschön. Wie viel habe ich denn jetzt? 88. Meine Fresse, es wird und wird nicht, ne? Also bleibt mir nichts anderes übrig, als wieder Steine zu kloppen. Nichtsdestoweniger, als Steine brauche ich ja sowieso. Ach, jetzt ist mir auf einmal zu kalt. Irgendwie stimmt da echt was nicht mit dieser ganzen Temperatur-Dingens hier. Es ist ja prinzipiell positiv, dass Temperatur zum Hindernis zu dem, was man zu bewältigen hat, dazugehört. Ja, prinzipiell positiv, sage ich nichts. Aber diese Schwankung und diese extreme Schwankung und so extrem schnell, das finde ich, ist ein bisschen mehr als lachhaft eigentlich. So, ich muss mir jetzt auch irgendwas mit dem Essen überlegen, weil so viel bringt Yucca-Frucht ja jetzt auch nicht an Stamina wieder. Komm, zack. Puff, puff, puff. Gut, jetzt müsste ich hier zerlegen endlich genügend haben. Den Kram brauche ich alles nicht. Hier mache ich wieder ein bisschen Vera draus. Aloe-Vette. Poff. So. What a beautiful place to sleep. Und wir müssen nach da hinten. So. Würdest du jetzt hier bitte mal Rezepte. Achso, ich brauche hier eigentlich nur auf den Knüppel gehen. Eisenverstärkter Knüppel, Dankeschön. Nee, den zerlege ich noch nicht, weil wir wissen noch nicht, was kommt. Da möchte ich dann lieber
noch irgendeine Art von Waffe am Mann haben, bevor ich dann gar keine mehr habe. Heilt es ein bisschen eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht, ne? Da oben ist natürlich eine interessante Kiste. Ach, ich habe ja gar keine Wu-Frames. Maiskolben, die könnte ich zumindest auch essen. Die bringen mir zwar, glaube ich, auch nicht so viel, aber besser als gar keine Maiskolben. So, den hätte ich jetzt gerne hier und das hätte ich jetzt gerne kaputt gemacht. So. Rezepte. Komm. Besser so als gar keine Erste Hilfe Verbände. Hier sind ja in der Regel auch immer noch Zombies drin, wie die Tante hier unten. Sofa könnte ich zerlegen, um da noch an Stoff ranzukommen. Ah, Mann, lass das. Da unten ist noch eine und ich wollte eigentlich nur hier diese. Wo immer sie hin ist, die ominöse Kiste. Ich habe doch hier eine Kiste gesehen. Da oben ist sie doch. Oder ist das nur Deko? Ist da gar keine Kiste drin? Doch, müsste doch eigentlich, ne? Toll. Ein Benzinfass. Echt jetzt? Oh, wisst ihr was, Mädels? Ihr könnt mich ja eigentlich mal gern haben. Zack. Und ab geht's. Gewesen noch ein bisschen Mais. Klar wäre da Maisbrot die effektivere Variante, aber dafür brauche ich Wasser. Und das würde ich eher trinken, als dass ich daraus Maisbrot mache, glaube ich. Wobei jetzt aber auch, also ich könnte mir vorstellen, dass der Mais mir tatsächlich irgendwie hilft, mich zu regenerieren. Da sind noch ein paar dazwischen, die ich noch unbedingt. Ah, verdammt. Weggenockt und ausgenockt. Ein bisschen betrunken sah der aus, der Mann. So, hier noch irgendwelche Maiskolben, die ich übersehen habe. Ne, was haben wir hier? Das waren, glaube ich, Kartoffeln, ne? Ja. Die könnte ich auch so essen. Ist jetzt die Frage, bringen die mir irgendwas, wenn ich die so esse? Ne, Heilung nischt. Die hier bringen Heilung immerhin eins. Die vergnügen sich immer noch da drin, dann heißt es jetzt erstmal lecker. Dingensmöppeln, Maiskolben. Und weil wir die später ja auch wieder noch brauchen, nehmen wir sie auch mit. Wenn sie hier schon mal so dankbar gruppiert stehen, auch die gute Aloe Vera, ja. Auch nicht schlecht, ja, geil. Weiß nicht, wo wir sind. Es ist alles ganz schön hell hier und auch ganz schön warm. Das sieht mir aus wie ein Parkplatz oder sowas, wo auch Leute drauf schlafen. Da ist ein Huhn drin. In welche Richtung muss ich denn eigentlich? Ich bin gar nicht mal so falsch unterwegs, glaube ich gerade. Hier kommen noch mal kleine Steine mitnehmen, wenn sie schon mal hier im Weg rumliegen. Das Vogelnest. Ich habe gar nicht geguckt, was da drin war. So, Maiskolben heilt und gibt uns Ausdauer zurück. Also Maximalausdauer. Schadet also definitiv nicht. Und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass man daran eine Lebensmittelvergiftung kriegt, ist auch geringer. Aber auch das sind reine Spekulatius. Ich kann es euch nicht mit Sicherheit
Ich weiß es nicht. Oh doch, hier. Lebensmittelvergiftung. Dü-dü-dü. Dabei war das doch gesunder Biomais, Freunde. Was soll denn das? Ja, der böse, böse Kaktus, ne? So ein hinterhältiges Misttier. So, reparieren bitte. Hui! Wer wollte denn da was von mir? Ach. Die Trine. Komm, dafür kriegst du jetzt aber auch eine vernockt hier. Das lass mir nicht gefallen. Wasser. Ich hatte einen Wasserturm gesehen, aber der ist da hinten. Oder komme ich da mehr oder weniger dran vorbei? Ich weiß nicht. Out of Stamina. Komm, hau weg. Achso, wir hätten ja hier noch was zu trinken. Das würde ich mir, glaube ich, jetzt nochmal kurz einverleiben. Und so ist es, dass wir jetzt hier wieder an den schwebenden, am schwebenden Environment sind. Also da, wo wir auf den Bereich zugreifen, da schon, auf den Bereich kommen, der schon mal geladen war. Da wird es ein bisschen kicky. So, hier vielleicht was Spannendes drin. Naja, spannend. Ist relativ dreckiges Wasser. Immerhin besser als gar nichts. Dead Eye. Blub. Ne, das ist Holz. Aber das Gute daran ist jetzt, wir hätten noch mal 17 Eier, die wir mit nach Hause bringen. Da war doch gerade noch ein Gebäude. Wo ist das denn jetzt hin? 18 Eier oder sowas? 18 Eier auf des Totenmanns Kiste. Und eine Buddel rum. Ich weiß gar nicht, was gegen Lebensmittelvergiftung hilft. Ich würde mal spontan behaupten, irgendein Tee. Sind das zwei Müllsäcke oder ist das einer? Das ist einer. Können wir hier mal gucken, ob da vielleicht irgendwas honigmäßig ist, dann kippe ich mir einfach Honig rein. Aber mein Maximalleben ist schon nicht so geil. Honig. Hilft gegen was? Food Poisoning 0%. Nö, dann wollte ich das auch nicht nehmen. Aber dann können wir hier nochmal den benutzen. Für die maximale Tralafitti. Und dann machen wir hier nochmal ein paar Verbrände. Die stacken, glaube ich, eh nur bis 10. Dann können wir das auch so machen. Und aus dem Rest können wir dann tatsächlich. Ach, die brauche ich ja noch, bis sie fertig ist. Nee, dann können wir auch noch mal weiterlaufen. Dann brauchen wir hier nicht großartig verweilen, um ein lohnendes Ziel für andere Zombies abzugeben. Nee, die Karte ist ganz schön creepy. Aber ich glaube, meine Heimat ist gar nicht mehr ganz so weit entfernt. Das ist doch schon mal sehr gut. Ich freue mich. Oh, Adaschal. Oder Sackerl. Da können wir sofort hier Rezepte, Juckersaft fertigen. Hier raus. Erste-Hilfe-Verband fertigen. Cool. Also ich muss sagen, ne, jetzt haben wir wieder eine Nailgun. Hier draußen am Arsch der Welt eine Nailgun. Ja, Prost, Mahlzeit. Jetzt kriege ich eine Nailgun, wo ich gesagt habe, wir gucken mal woanders hin. Und ich würde auch tatsächlich, achso, den hatte ich schon mal, komplett neu anfangen. Also es gibt da einen Trick, den, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, Deus Ex mir genannt hatte, dass man theoretisch den Content, also das, was man
gesammelt hat, mit übernehmen kann mitunter, würde ich aber nicht tun. Also wenn ich neu anfange, dann möchte ich, glaube ich, auch komplett bei null von vorne mit allem, was dazugehört, anfangen. Weil das macht ja auch irgendwie den Reiz aus. Ich fange eigentlich ganz gerne neu an, muss ich sagen. Also jetzt nicht im Sinne von, dass ich jetzt unbedingt neu anfangen will. So ist es nicht. Also wenn wir es sein lassen könnten, dann würde ich es sein lassen. Aber es sieht mir jetzt hier nicht so aus, als wäre das noch, als wäre dieser Speicherstand hier noch gescheit nutzbar. Von daher würde ich, glaube ich, lieber, bevor uns das Ganze hier kollabiert und wir dann weiß Gott was für Fehler und Abstürze haben, dann würde ich lieber, glaube ich, eine saubere neue Karte anfangen. Das fände ich dann besser. Schrottflintenmunition. Ja, macht ihr da mal euer Halligalli. Ich bin dann mal weg. Denn meine Heimat ist nicht so fern. Ich bin bald da. Hihihi. Meine Heimat, die ist nicht so fern. Das ist zu Hause. Dort bin ich gern. So, na toll. Aber wir könnten, da wir ja doch echt viele von diesen Heilbandagen haben, hau ich mir davon einfach noch mal eine rein. Besser als tot. Ne? Muss man ja ganz klar mal sagen. So, mümmeln wir hiervon noch mal ein bisschen was. Das bringt das Essen nach oben, ein bisschen auch das Getränkegedöns. Und ich muss sagen, dafür, dass wir mitten in der Nacht mit nichts am Arsch der Welt gespawnt sind, geht es uns wieder relativ gut eigentlich. Überraschenderweise. Hätte ich jetzt so nicht gedacht. Ist das unsere Behausung? Nein. Da fehlt das Extended Roof. Der Extended Roof, das Dach, da ist doch unser Dachgarten oder die ganze Giraffe. So. Hier ist auch schon der erste Nervsack. Ist natürlich toll, ne? Wenn man mit Vollkaracho auf die Leute zurennt und dann feststellt, ich habe ja gar keine Ausdauer mehr. Das Lustige ist, die haben sich hier scheinbar versucht, einen zweiten Weg reinzubauen. Lass das. Dankeschön. Ne, das ist ja, den kennen wir hier ja. Ne, der ist auch neu, tatsächlich. Hier wollten sie dann wohl rein. Ach, du auch noch. Einmal umgenockt, einmal nachgenockt und einmal ausgenockt. Gut, dann hüppen wir mal rein hier in die Butte. In die schöne Butze. Hüpf. Jo, kein. Wobei. Ach so, hier ist ja weder noch, ne? Na, ich hab's fast befürchtet. Ich habe es fast befürchtet. Ich war zu lange weg und alles war inaktiv hier und deswegen ist der Point of Interest wieder zu einem Point of Interest geworden. Das ist mein Zuhause hier, geht weg, ihr stinkenden Gesichter. Nee, 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 das ist jetzt so nicht geplant. Ich lasse mich doch hier zu Hause nicht von euch ausnocken, Freunde. So. Ist natürlich ganz übel, dass ich jetzt hier, dies könnte feral sein, die Alte.
in meinem eigenen Haus. In meinem eigenen Haus nicht mehr alleine bin. Hallo, Wegfindung? So, diese Folge hat schon wieder viel zu viel, viel zu viel, viel zu viel Überlänge. Und wir müssen einfach mal in der nächsten Folge gucken, wer hier sonst noch alles rumkreucht und fleucht in unserer Butze. Das ist, habe ich hier nicht irgendwo in der Ecke mal mit schönem Wetter? Nee. Leider nein. Die Sonne scheint und trotzdem regnet es. Das ist doch kein schönes Bild. Gut, nichtsdestoweniger bin ich zu Hause. Und ich sage Dankeschön fürs freundliche Zusehen. Hoffe, dass wir uns alle in der nächsten Folge hier wiedersehen. Und dann werden wir unser Gebäude erneut clearen. Bis dahin. Hoffe ich, dass ihr dabei seid. Tschüssi.